Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Ich habe Wild. Gut, sehr gut. Hier, deine Belohnung. Ich habe noch einen Auftrag. Herrn Divisch verlangt es nach Rotwildgulasch. Kannst du helfen? Sicherlich. Ich habe Wild. Vorzüglich. Hier, deine Belohnung. Ich habe eine weitere Aufgabe für dich. Besorge das Fleisch für einen Hasenschmaus. In Ordnung. Ja! Grüß dich, werter Herr Ritter. Wie kann ich dienen? Ich habe Wild. Gut, sehr gut. Hier, deine Belohnung. Bevor du gehst, eine Sache noch. Burgherrin Stefanie tat ihr Verlangen nach Rehnieren in Sahnesoße kund. Kümmere dich darum. Mit Vergnügen. Mach's gut. Willkommen, schön, dass du da bist.
Schönen Tag. Ich habe Wild. Vorzüglich. Hier, deine Belohnung. Hör gut zu. Herr Divisch hat aufgrund der neuerlichen Ereignisse entschieden, die Vorratskammern der Burg aufzustocken. Aber die Bauern können nicht mehr liefern und die Händler fürchten sich vor den Straßen, weshalb er beschloss, sie mit Wild zu befüllen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Mächtiger, ist dir etwas zugestoßen? Hat dir jemand deine feinen Kleider geraubt? Ich habe Wild. Gut, sehr gut. Hier, deine Belohnung. Das wäre vorerst alles. Die Vorratskammern sind gefüllt und weder Herr Divisch noch Burgherrin Stefanie bedürfen deiner Dienste als Meisterjäger. Lebe wohl. Was benötigt? Wie gefiel dir das Rennen, werte Frau? Ich wusste ja nicht, dass du so talentiert bist. Dein Mädchen muss eine glückliche Frau sein. Ich, werte Frau, also... Komm bei Gelegenheit zu mir, Heinrich. Wir sollten uns einmal richtig unterhalten. Werte Herren, wenn ich so frei sein darf, hier. Heinrich, mein Junge, welche reizende Geste. Hab vielen Dank, sie sind wunderschön. Gott segne dich. Was betrübt dich? Ich möchte am großen Turnier teilnehmen. Gerne, sofern du das Startgeld aufbringen kannst. Gemäß Herrn Hanuschs Regeln sind das pro Wettstreiter 60 Groschen. Sicher? Hier, bitte. Das schreibe ich mir auf. Heinrich, sagst du? Und ich muss wissen, welche Waffe du wählst. Ich kämpfe mit Axt und Schild. Damit habe ich reichlich Erfahrung. Gut, mach dich bereit. Du kommst als nächstes. Lebe wohl. Der erste Wettstreiter ist Oldig Freier. Waffenknecht aus der Garnison von Herrn Divisch von Talmberg.
und auf ihn trifft Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla, wünschen wir den Wettstreitern Glück. Dieser erste Kampf wird uns ein Höchstmaß an Unterhaltung bieten. Uns erwartet ein harter Kampf mit Axt und Schild. Herrgott! Gut für den nächsten Kampf zu wählen. Die Teilnehmer werden sich mit Kriegshammer und Schild bekämpfen. Schon auf? Der erste Wettstreiter ist Michael aus Janowitz, Speerträger der Herren von Sternberg. Und mit ihm im Kampfe misst sich Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Heißt die Kämpfer willkommen! Die Streiter haben den Kampfplatz betreten und der erste Zweikampf möge beginnen. Uns erwartet ein harter Kampf mit Axt und Schild. Doch.
kannst du nicht mehr. Tschüss, oder? Jesus Christus! Der Sieger des ersten Kampfes ist Heinrich aus Galitz. Wechseln für den zweiten Kampf. Die Kämpfer werden ihr Können mit Kurzschwert und Schild zur Schau stellen. Ja, sammle deine Kräfte. Du wirst sie brauchen. Runde. Den hiesigen Kampfplatz betritt nun Heinrich aus Galitz aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Und auf ihn trifft Richard, Bogenschütze aus der Garnison von Herrn Dibisch von Talmberg. Heißt die Kämpfer willkommen! Streiter haben den Kampfplatz betreten und der erste Zweikampf möge beginnen. Uns erwartet ein harter Kampf mit Axt und Schild. Verflucht! Gibst du schon auf? Auf! Scheißdreck!
denn hier drüben? Der zweite Kampf wird gewiss nicht weniger spannend. Er könnte schon den Sieg bedeuten. Die Teilnehmer werden sich mit Kriegshammer und Schild bekämpfen. Hochverehrte Edeleute und Bürger, dies war der letzte Kampf des heutigen Rataya-Turniers, für das wir alle Herrn Hanusch von Leiper unseren Dank schulden. Der Ruhm gebührt dem Sieger Heinrich aus Galitz, Waffenknecht im Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Unser gütiger Herr Hanusch wird ihm seinen Preis übergeben. Du hast es geschafft, Heinrich. Ich bin mir sicher, du bist zufrieden mit deinem Sieg und deiner Belohnung. Natürlich bin ich das, mein Herr. Hab Dank. Gott sei mit dir.